mach jetzt ein Bucket-Plugin, so. Ein Eimer oder halt direkt zwei? Oh Gott, wie kommt man jetzt? Ein Eimer reicht, das geht nur. Das ist alles nur. Quasi eine Täuschung, weißt du? Vor dem Fake-Eingang ist quasi so ein, wie so ein kleines Lava-Dingens, so ein Hindernis, wo man drüber springen muss. Und das soll einfach den Eindruck erzeugen, dass dahinter der Bewohner ist, aber da ist einfach eine 8 Klotzstärke Wand einfach, wo sie ewig buddeln müssen. Okay. Und der richtige Eingang ist hinten, der aber auch nur durch einen Irrweg halt zum Bewohner führt. Na, mal gucken. Soll ich ihn zu seinen Leuten porten, oder? Nö. Nee. Warum? Was meint er mit F3? Was meint er mit F3? Ja, dass du die Koordinaten nicht sehen kannst oder sowas. Ach so. Ja. Gibt's nicht. Muss er schon selbst finden. Ah. Der ist ja nicht irgendwo. Ja, der ist herausgegangen, war an seinem Platz, also. Oh mein Gott. Die Dinger hier hochlaufen, ey, ohne normale Treppen. Bitter, gell? Dauert ein bisschen. Ist um dunkel? Oh, wer ist denn hier? Tyrell, okay. Was los? Wo bist du gerade? In der Base drin oder was? Ja, ich komm jetzt hoch. Ich bin jetzt oben. Ich leg ein paar Sachen ab. Der Eingang ist hinten, ne? Also. Was heißt hinten? Na, vorsichtig, die Lava. Ja. Achso, die Lava hab ich ja noch gar nicht hochgebracht. Nicht erst wild an da rein. Ich bin hier bei dir. Hier, okay. Bin ich hier richtig also, bei dir? Genau, das ist der richtige Eingang hier. So. Okay, hier. Wo ist hier eine. Ah, hier, okay. Bring mal Pilze mit, auch wenn wir sie vielleicht nicht brauchen, aber. Ja. So, ich muss das alles noch eindachen, ein bisschen. Krass, ey, wie wenig hier in dem Stollen ist. So, ich pack mal Stein rein. Muss ich ein bisschen kämpfen hier. So, fast zwei Stacks Redstone. Ach du Scheiße, genau hinter mir kommt einfach ein Creeper runter. Hab ich jetzt Glück gehabt, dass ich nicht verreckt bin. Boah, noch einer! Scheiße, Mann, was ist hier los, Alter? Kommt voll viele Zombies, ich renn weg. Alter, 4 Zombies, fuck. Die kommen einfach hinter mir runtergefallen, vor aus dem Nichts. Was ist da los? Die mögen dich, Ju. Braucht die Unterstützung in der Höhle, weil jetzt einer fehlt. Also ich gehe jetzt erstmal hoch, das ist mir jetzt zu risky hier. Ja, und dann gehen wir zusammen nochmal runter. Auch wenn das ja echt schnupprig geil ist, überall Dinger halt. Minenschächte, Minesacks, wie die Amerikaner sagen. So, ich komm jetzt hoch. Wie gesagt, 4 Dias, müssen wir dann gucken, ob wir da, was wir machen, ne? Ob wir jetzt 4 Schwerter machen oder Obsidian abtragen. Ich würde sagen, der Defer kriegt auf jeden Fall die Rüstung und wenn einer angreift, kriegt er das Schwert. Ja. So irgendwie, ne? Ja, aber... Also müssen wir es aufteilen. Ja. Wir müssen halt auf die Zeit, aber wann war das? Eine Stunde noch. Noch eine Stunde, okay. Hier ist jetzt plötzlich vor dem Eingang, wo ich runtergegangen bin, ist jetzt Ding gewachsen, gar nicht so schlecht. Sugarcane. Dann sieht man den Eingang nicht richtig, das ist cool, wie verdeckt. Sugarcane. Sugarcane. Zuckerkram, wisch, kenn ich schon. Achso, habt ihr Futter? Fuck, es ist ja dunkel. Ich Futter. Hab noch ein Steak. Mein Steak ist weg. Mein Steak ist weg. Ja, ey, ich. Was ist denn das? Ich hatte zwei Steaks, eins gegessen. Und dann rülpst dir einer rum und mein anderes Steak ist weg. Dann rülpst dir einer rum und mein Steak ist weg. Wo ist der richtige Eingang? Ist das dieser kleine hier? Der kleine, genau. Okay, ich bin jetzt drin. Wo sind unsere Truhen? Wir brauchen... Ah, die sind hier drin. Sehr gut. Und ich geh jetzt mal durch den Vordereingang. Wie sieht das... Oh, das hier findet man ja gar nichts. Ne? Das sieht echt cool aus hier drin. Gefällt mir. Wer arbeitet denn da unten? Ist das Tyrell? Guck mal hier. Ich hab mir gedacht, die zwei Defer oder sowas. Guck mal hier oben, Killer. Ich bin da auf dem Dach. Ich komm gleich hoch. Moment. Blie, guck mal, ich nehme die Diamanten jetzt hier in die Truhe, ne? Ja, das Eisen. Ich nehme 3 Diamanten trotzdem mal mit. Nehmen sie mal mit, dass wir im Not falls. Und Stöcke am Stöcke. Ja, Wollen, ich komm mit zurück. Ich komm raus, Wollen. Hallo? Ich hab viel Lava. Kann man abbauen. Ach so. So nah. Oder ist das direkt unter dem Dorfbewohner? Wenn das... Ja, natürlich. Ja. Okay, Wollen, ich seh dich da oben. Ja, was hast du da oben vor? Guck mal hier. Ich hab gedacht, jeweils 2 Spieler. Ja. Ah, ich glaube, das siehst du von da nicht. Ja, ich bin runtergefallen. So. Ja. Hier. Also wenn wir 2 Defer bekommen, ich weiß nicht, ob wir aggressiv vorgehen oder eher defensiv. Ja. Hier habe ich jeweils quasi auf dem Dach, also falls sie durchkommen, muss immer ein Spieler 2 Ecken bewachen, also vom Glas. Da kann er direkt von oben runter hüpfen
und halt mit dem Diamantschwert draufkloppen. Ja. Und der andere diagonal auf der anderen Ecke überwacht die beiden Seiten vom Glas. Will ich fett werden? Mit Wenn einer kommt oder zwei vom Dach runterspringen, draufklopfen. Ich bring auch mal die Spinnenseile. Noch ein Vorsicht, kommt ein Zombie rein. Haben wir keine Türen? Hinten ist noch keine Tür, ne. Ein Zombie ist drin, Vorsicht, passt auf, der ist jetzt bei euch drin. Ich geh zur Seite, schlag ihn durch den Rutsch. Weil er darf, ich mach mal eine Tür jetzt, ich baue mal eine Tür hier rein. Siehst du, Killer, so circa wäre das. Stell dich mal an die Seite hier. Moment. So. Ja. Und dann bam, 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 bam. Aber nicht, dass die dann da hochkommen, so. Da müssen wir aufpassen. Hä? Ja, ich baue da noch Hindernisse hin, also dass die nicht so leicht aufs Dach kommen. Ja, oh Gott, oh Gott, Creeper, Achtung, Achtung, Achtung! Ich muss hier zumachen. Okay, ich hab zugemacht. Also keiner raus, da läuft ein Creeper. Ja, ist der im Hintereingang? Der ist direkt am Hintereingang, ich hab den jetzt mal zugebaut. Wollen wir dann wieder los? Achso, wir kommen nicht mehr fleischmäßig was? Ja, lass uns hier hochbauen. Ist das was im Ofen drin? Eisen ist im Ofen drin, okay. Ah, es ist keiner am Essen gekümmert. Ich hab Pilze dabei, aber nur drei. Ich hab nichts mehr zu futtern. Weiß, wir müssen gucken, dass wir den Creeper da wegholen. Der darf da nicht mehr. Ja, wir bauen. Da, wo ich gestorben bin, liegen vielleicht noch ein paar Steaks rum in dem Tunnel. Ich glaub, mittlerweile nicht mehr, oder? Könnte inaktiv geworden sein. Ja. Ich hol mir jetzt den Creeper da mal weg, gell? Vorsicht. Oh, der ist ja auch so ein Skeleton. Scheiße, Mann. Ich kann nicht richtig vor dem wegrennen, weil. Ein Skeleton mache ich. Okay, bist du hoch bei mir auf dem Dach? Warte mal, ja, ich bin runtergegangen. Warte mal, vielleicht mal. Ja. Ah, ist das auch der Creeper, der vorne im Loch drin war? Ja. Ey, die stehen zu dritt. Boah, fuck, Alter. Ich glaube, hier kommt man nicht gerade, ne? Ich bin vorne an der Tür, Wollen, die Tür ist safe. Ich mach jetzt hier auf. Mach mal auf, ich. Vorne die Tür rein. Okay. Warte, Vorsicht. Da. Okay, perfekt. Ist drin. Okay, Skeletten und Creeper sind weg. Okay. So, Wollen, guck mal, hier ist dein Lava-Eimer. Ich schmeiß ihn jetzt dahin. Hier, da liegt er. Danke. Okay. Hier ist noch ein Zombie, ne? Da oben noch. An der Tür, Junge. Ja, ich hab's gesehen. Lass einfach an der Tür, oder? Ich kann da ruhig rumstehen, wenn er will. So, wie gesagt, Futter wäre sehr, sehr geil. Wir müssen noch unbedingt hier unseren ganzen Bereich auch ausleuchten. Ja, aber lass am besten wieder farm gehen hier. Ja, ich komm eine. Oh, fuck! Alter, genau hinter mir. Scheiß Drecksvieh. Ich bin erschrocken, ey. Begasch! Das war in Wirklichkeit wach, Zombie hinter mir. Alontogasch! Ich hatte so Angst. Oh, Vorsicht, da hinten ist ein Zombie, ein Creeper, siehst du? Der kommt hier hoch. Ey, Creeper, Motherfucker! Motherfucker! Sexy Motherfucker! You're sexy Motherfucker! Ja, ich jetzt hier oben erstmal aus, es sind zu viele Viecher, das kann doch nicht wahr sein. Da ist schon wieder einer. Kann ich nicht rennen. Mann, ich finde das doof, dass ich gestorben bin, so eine Chance. Das ist echt Chance. Ich meine, vielleicht können wir später direkt Rematch machen. Dann nochmal spielen wir mal Command & Conquer eine Runde auf jeden Fall. Öli. Ja. Öli. Ja. Ja. Der süße Olli. Ja. Olli hat gern wieder die Mac. Die Mac. Die gute Alter, was ist hier los? Nee, ich hab kein Ding mehr. Keine Fackeln mehr. Nee, du hast kein Ding mehr. Ich hab genug Fackeln. Killer. Killer. Ich hab grad. Ja, komm, dann lass erstmal Futter farmen, oder? Wir zwei hier. Ja, wie war das nochmal mit ganz viel Schmeißen? Ich mach jetzt einfach so hier. Danke. Oh, Leute, ey, wir müssen echt aufpassen, weil ich hab mich jetzt erstmal schon vergiftet mit der Scheiße hier. Leute, ich glaube, wir müssen uns gegenseitig töten. Die anderen haben es schon richtig gemacht, die haben das ausgeleuchtet, dass bei denen nichts mehr sparen durch. Wir müssen am Tag unbedingt alle kurz Kühe farmen, irgendwie. Oder zumindest halt Warren und Tyrone. Ich sag jetzt Tyrone, weil sich das ultra hart anhört, Tyrone. Guck mal hier. Ich habe jetzt schön Lava vorm Eingang. Haha. Oh no, Dark Link. Fuck, wo bin ich? I can't facet. Also jetzt ist es nur noch 4 gegen 4. Dark Link ist gerade eben, also happy. Happy Saw LP ist gerade eben niedergegangen. Oh, guck mal, das ist ein Enderman. Wer braucht denn dringend Essen? Steak. Also ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall. Ich habe noch 2 Herzen. Oh shit, auf jeden Fall. Ja, ich hab ein bisschen hier. Ich hab jetzt eins genommen, ich hab zwar noch fast alle Herzen, aber mein Hunger ist halt jetzt. Wie brauchst du noch was? Oder fühlst du dich schon wieder auf? Ja, ich fühle mich jetzt schon wieder auf, aber trotzdem reicht halt nicht. Leute, geht mal ins Haus rein, oder? Nicht, dass hier einer ganz blöd stirbt. Komm, lass schon mal runtergehen. Also Blee, warte, hast du genug Material? Ah, ich hab Holz dabei. Ja, ich hab auch.
Gehen wir bei mir in den Schacht oder bei euch? Weil bei mir war es nicht schlecht. Bei uns war es auch nicht schlecht. Also, warte mal, Tyrell, ich geb dir mal ein bisschen Stein. Wie, dann geh ich schon mal in euren Schacht. Ich geh schon mal in euren Schacht rein, ne? Ja. Immer schön rein in den Schacht. Richtig fest und tief rein da, das ist so Marker, das ist der Öl. Der Schacht. Der Schacht. Der Schacht vom Öl. So ein Spectator-Mode wäre nicht schlecht. Für der Olli. Oder so. Ja, dass er zugucken kann. Da hab ich gemeint, das, Aber dann kann man sich ja Tipps geben, ja, das ist halt der Nachteil. No, ich bleib lieber im Teamspeak und bin nicht mehr auf dem Server. Hier runter, gell? Ja. Und lass mir von euch erzählen, was passiert. Genau, Teamspeak kann man ja alle mal bleiben, das ist ja kein Problem. Also du verrätst uns ID-Lists. Ja, okay. Hier lang? Ich weiß nicht. Ja, hier runter. Ach oh Gott, hab ich mich gerade erschreckt. Ich dachte, fuck. Na, gerne der. So, links bin ich gelaufen, hier rechts war Olli. Okay, dann gehe ich jetzt rechts zu links. Nee, wir laufen zusammen, ey. Okay. Sicher. Natürlich sicher. Aber dann lass wenigstens so nebeneinander das machen, oder? Dass wir jeder seinen eigenen Gang haben. Ja, natürlich, aber ich meine, hier war ja wohl ich drin, der Olli. Ja, gehen wir erstmal bis zum Ende, ne? Killer, ich habe hier so einen kleinen Graubereich für unsere Regelung. Ich weiß nicht, ob das als Cheat anerkannt wird. Was ist, wenn ich jetzt an die Spitze von dem roten Turm Wasser ausschütte, sodass die verlangsamt sind beim in die Nähe kommen des Glases? Oder verstößt das gegen eine Regel? Ich habe vorhin zu den anderen gesagt, der muss immer über einen Weg direkt zugänglich sein, maximal mit einer Tür. Habe ich vorhin zu den anderen gesagt. Ich weiß nicht. Okay. Mach's lieber nicht, aber wir müssen da echt nochmal neu über die Regeln drüber nachdenken, auch was das jetzt hier dieses Ressourcenabgreifen angeht. Dass man nicht einfach zu den anderen gehen kann und dann da mitwerken kann. Oder was weiß ich halt, sollte man nicht machen. Vielleicht müssen wir generell eine Grenze abstecken oder sowas und wenn man die übertritt, dann kommt auch eine Meldung, weißt du, dass man nicht nur sagt, hier ist die Grenze. Weißt du, vielleicht wird man ja nicht erwischt, dann kann jemand trotzdem die Grenze passieren und kann irgendwie Ressourcen abfarmen, ohne dass jemand mitkriegt. Vielleicht eine Meldung irgendwie, ich weiß nicht, wie weit es möglich ist, vielleicht mit Funktionsblöcken. Auf unserem neuen Public-Server, den wir gerade am Aufbauen sind, da geht es direkt ohne Probleme. Da kann ich auch einstellen, dass irgendwie da unten der Schrift kommt, hallo und herzlich willkommen in der City oder so, wenn man die Region betritt. Deswegen würde das darüber ziemlich leicht gehen. Aber...